Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Bikepacking-Vlogs. Begleitet mich auf meiner Reise von Schweinfurt nach Athen. Folge Nummer 4 von der ereignisreichen Etappe Nummer 7, die Bergetappe in die bosnische Hauptstadt Sarajevo. Ich habe den größten Teil hinter mir, aber noch keine Pause eingelegt. Ich habe im letzten Teil beschlossen, die Pause in den kleinen Ort Kiseljak einzulegen. Da rolle ich jetzt gerade rein. Decke mich beim örtlichen Bäcker mit Köstlichkeiten ein und suche mir ein kleines Bänkchen in diesem netten Park, direkt in dieser kleinen bosnischen Stadt. Und dann schauen wir mal, was besagte Heilquellen so zu bieten haben, wie das Wasser so schmeckt. Viel Spaß! So, Pause! Jetzt habe ich gerade mein Gesicht abgewaschen und der Mann, der jetzt über die Brücke läuft, hat mich dann angequatscht mit der schwarzen Cabbie. Und er hat gemeint, ich muss unbedingt einen Pogacar probieren. Und es gäbe es bei 100 Meter weiter da hinten in die Richtung. Und dann habe ich gemeint, ja, okay, gut. Und dann hat er mir das ausgegeben. Hat er mir eins gekauft, die Hälfte, ein halbes, ne? Und jetzt läuft er wieder weg. Er hat Deutsch gesprochen. Er hat irgendwie gemeint, er hat in Wien gewohnt, 7 Jahre oder so. Und jetzt ist er in Rente. Jetzt ist er hier in Kiseljak. Ah, Urlaub. Bin schon wieder ein bisschen überlastet, zu viele Eindrücke. Ja, das ist die Lepnica, die fließt durch Kiseljak. Das ist die Stadt hier. Und das ist eben so ein kleiner Park hier und mit diesen Quellen da. Ich war vorhin noch bei der Bäckerei und im Supermarkt habe ich mir ein bisschen was zu trinken gekauft. Sensation! Und da ist jetzt eben drin, das ominöse Pikachu hat irgend so eine Füllung drin, mal gucken. Ich weiß auch gar nicht, ob es vegetarisch ist, ich bin ja Vegetarier. Aber ich bin ja da flexibel, was sowas angeht. Da habe ich noch ein Schokocroissant, das gibt es zum Schluss. Und dann noch Dinge, wo ich gar nicht mehr weiß, wie es heißt. Defrek Croissant, das ist das Croissant. Zeljabnica. Ah ja, ein Börek habe ich noch. Und dann noch so ein Sesamring, der angeblich auch gefüllt ist. Da muss ich mal gucken. Sesamring. Und hier Börek. Ah, da habe ich eine Menge Zeug, ey. Fangen wir mit Börek an. Börek, weiß jeder, wie Börek aussieht mit Spinat drin. Gut. Mahlzeit. Das ist ja die erste Pause heute. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so weit schaffe und noch so gut drauf bin. Weil normalerweise nach so einem Tag, da wäre ich immer fertig, ey. Da sind die zweiten 100 Kilometer, das ist immer Quälerei. Aber heute irgendwie ging das. Ist auch gut gelaufen, wie immer, ne? Das sag ich immer, weil es ist irgendwie auch so. Gerade den letzten Hügel habe ich auch gut gepackt. Ja, und jetzt kommt dann noch so ein Hügel. Richtig da hinten, Sarajevo steht schon auf dem Schild. Ne, dann geht's noch, wie gesagt, kleiner Hügel und dann geht's wieder bergab und dann kommt schon Sarajevo und das sind noch 38 Kilometer. Das ist auf jeden Fall machbar. Wir haben 2 Uhr, kurz nach 2. Ich bin super in der Zeit. Vor allem, weil ich ja morgen einen Ruhetag mache, kann ich heute eh ein bisschen später ankommen, das stört mich nicht. Und ja, jetzt erstmal Päusle und dann rollen wir weiter nach Sarajevo, ich freue mich schon. Ja, Pukača, so ein Fladenbrot mit so einem weißen Aufstrich. Ich probiere das jetzt mal. Ein cremiger Käse. Kann man essen. Interessant. Gut, dass ich nur ein halbes genommen habe, weil ich habe so viel gekauft. Ich kann jetzt auch nicht alles essen. Sonst schaffe ich es nicht mehr den Berg hoch. Aber ich nehme schon mal was mit. Dann habe ich auch schon was, wenn ich direkt im Hostel bin. Weil sonst habe ich ja nie was da, wenn ich einchecke. Dann muss ich immer hungern. Und bis ich dann endlich geduscht bin, gewaschen habe, genug Energie gefunden, gesammelt habe, um wieder in die Stadt rauszuspazieren. Dann erst habe ich wieder was zu essen. Das Leben ist hart. So,
Und hier ist das Heilwasser kommt hier raus aus diesen Wasserhähnen. Hier wird eine heilende Wirkung nachgesagt. So Mineralwasser, das schmeckt auch ganz komisch. Ich nehme mal 2 Radflaschen voll davon mit. Ich weiß noch nicht, ob ich das dann auf dem Rad trinke oder ob ich das überhaupt trinke, aber mal gucken. Was du hast, hast du, ne? So, einmal. Und das ist ja auch, ja, so Mineralwasser, ne? Gibt es denn auch in deutschen Kurbädern, gibt es oft so Heilwasserquellen und so, ne? Weißt du Bescheid? Okay, ich habe es gerade probiert. Schmeckt geil. Ist sogar so leicht sprudelig. Hat so einen ganz leichten metallischen Nachgeschmack. Aber nur ganz, ganz leicht. Weil es gibt ja auch so ein Heilwasser, die kannst du überhaupt nicht trinken. Du musst ja irgendwie verdünnen oder was. Und das schmeckt echt gut. Also auf jeden Fall 2 volle Flaschen hier. Die Leute zapfen sich ja hier auch Wasser, wie man hier sieht. Ja, so, Abmarsch nach Sarajevo. Es gibt da so eine große katholische Kirche. Oben auf dem Berg da rechts. Ganz schön beeindruckend. 4:30 haben wir. 4:30. Ja, 1:20 oder so werde ich noch brauchen. Also bis 5 sollte ich auf jeden Fall da sein. Das ist zu schaffen. Ja, der letzte Teil dieser Etappe ist jetzt also absehbar. Es ist nicht mehr weit bis nach Sarajevo. Ein kleines Hügelchen kommt noch auf dem Weg dorthin. Das sehen wir jetzt in diesem Video. Und dann kommt die Einfahrt in diese große Hauptstadt. Da seid schon mal gespannt drauf, weil das wird echt cool. Ich habe mich frisch gestärkt und jetzt wieder genügend Energie gesammelt, um diese letzten paar Kilometer noch runterzurollen. Und nicht vergessen, morgen ist ein Ruhetag angesagt. Ich will 2 Nächte in Sarajevo verbringen und den morgigen Tag dazu nutzen, mir diese beeindruckende Stadt anzuschauen. Deswegen lasse ich es heute ein bisschen ruhiger angehen und es ist okay für mich, dass es heute etwas länger dauert, bis ich mein Ziel erreiche. So, letzter Hügel vor der Stadt wäre geschafft. Ließ sich angenehm fahren. Es gibt jetzt hier eine Autobahn nebendran. Das ist die erste Autobahn in Bosnien, die mir begegnet. Entsprechend ist hier deutlich weniger Verkehr. Juhu! Oh, ein Hunde. Oh Gott, das war ein Gerät an Hunde, ey. Okay. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, aber man hat die Stadt so ein bisschen gesehen von dem Berg runter. Das ist eine tolle Kulisse, ey.
Nee, man hat sie leider nicht mehr gesehen, die Stadt, die war jetzt hinter dem Hügel da. Aber wir sehen sie gleich noch mal. Gut, bis gleich. Mich also der bosnischen Hauptstadt und hier gab es jetzt auch mal wieder die Situation, dass die ursprünglich von mir geplante Route über eine Autobahn verlaufen wäre. Deswegen musste ich kurzerhand eine Alternative finden. Da schaue ich dann immer auf meinem Tacho nach oder auf meinem Handy und suche mir dann eine Nebenstraße raus. Und in diesem Fall war es gar nicht so einfach, weil hier gibt es so wenig Nebenstraßen oder so ein nicht ganz so ausgeklügeltes Straßensystem. Schaut mal, wie es ausgegangen ist. So, war wieder ein Zwischenfall. Und zwar habe ich festgestellt, dass die Route, die ursprünglich geplant war, über eine Autobahn verläuft. Und die sitzt da links, ne? Und ansonsten gibt es nicht wirklich eine Alternative. Jetzt muss ich hier über die Bahnschiene klettern und dann da drüber weiterfahren und dann komme ich da auf die nächste große Straße. Ich sage euch, das ist kein Spaß, ein Rennrad mit Rennradschuhen über die Gleise zu tragen. Aber es ist immerhin keine ECE-Strecke. So, haben wir das auch gepackt. Ui, da hat es aber gescheppert. Da hat es aber gescheppert. So, das passiert, wenn da ein Auto von hinten, also ein Auffahrunfall von hinten gibt. So, 16 Kilometer sind es noch bis ins Zentrum. Das wird jetzt noch einmal ein schöner Kampf durch den Verkehr. Okay, schauen wir mal, was uns erwartet. Sarajevo Downtown. Und damit rückt die bosnische Hauptstadt näher und näher. Hier fahre ich jetzt über einen interessanten Fluss drüber und zwar heißt dieser Fluss Bosna. Die Bosna ist ein wichtiger Fluss in diesem kleinen Land, denn die Bosna gibt dem Land Bosnien und Herzegowina seinen Namen. Die Region Bosnien ist nach diesem Fluss benannt, der hier ganz in der Nähe von Sarajevo vorbeifließt. So, der Verkehr wird nochmal eine ganze Nummer dichter. Es ist Feierabendverkehr hier in Sarajevo, durch den ich mich jetzt durchkämpfen darf. Ihr dürft jetzt die Einfahrt nach Sarajevo genießen. Ich habe sie jetzt aufs Zehnfache beschleunigt. Und wenn ihr die in Echtzeit sehen wollt, dazu gibt es dann noch ein separates Video. Das verlinke ich dann auch in der Beschreibung, wenn es denn veröffentlicht ist. Und da könnt ihr das dann nochmal unkommentiert und in Echtzeit ansehen. Hier noch eine kurze Info. Ich bin jetzt gerade auf diese große, riesige, sechsspurige Hauptstraße eingebogen. Die heißt Smaja od Bosne. Und während der Belagerung von Sarajevo im Bosnienkrieg, da hieß diese Straße, nannte man die Sniper Alley, weil man von den Hochhäusern rechts und links dieser Straße hin und her geschossen hat. Die Stadt wurde ja von den Serben belagert und die UN hat sie wieder versucht zu befreien. Das ist eine längere Geschichte. Ich weiß nicht, ich kann es gar nicht so genau sagen, wie das dazu kam. Und da war das hier alles Kriegsschauplatz und Sperrzone. Die ganze Stadt war einige Zeit lang belagert. Und es wurde Krieg geführt. Das Ganze ist noch gar nicht so lang her und man sieht an den Gebäuden noch Einschusslöcher. Ja, kurze Info hier. Da oben auf diesem Hochhaus sieht man Einschusslöcher vom Krieg. Einige, auf der rechten Seite auch noch. Und wir haben Rote Welle. Hier musste ich wirklich einige rote Ampeln über mich ergehen lassen, aber das nur nebenbei. Weiter geht es in Richtung Zentrum von Sarajevo. Ja, diese Einschusskrater, die waren wirklich massiv. Damals vom Bosnienkrieg 1992 bis 1995 entstanden und seitdem halt nicht mehr repariert, weil kein Geld da ist auch. Ne? Das ist ein armes Land hier, eine arme Stadt. Da geht nicht viel, also weiter durch den Feierabendverkehr.
Und damit bin ich auf den letzten Metern in die bosnische Hauptstadt. Ich habe mir vor heute Nacht wieder ein Hostel gebucht, das zeige ich euch dann gleich. Und außerdem gibt es noch erste Eindrücke von dieser faszinierenden Stadt. Und morgen, wie gesagt, Ruhetag, nächste Folge, zeige ich euch dann einen tieferen Einblick in Klein-Jerusalem. So wird Sarajevo nämlich auch genannt. Warum das so ist, dazu in der nächsten Folge dann mehr. Jetzt könnt ihr mit mir erstmal gemeinsam einen Blick in mein heutiges Hostel werfen. Der Euro ist böse in Bosnien. Franz Ferdinand Hostel. Sarajevo. Check out my room. Tada! Guck, diese edlen alten Betten. Und ich habe das am Fenster genommen. Ja! So, Mensch, zwei Nächte in einem Bett. Da bin ich ja schon gar nicht mehr gewöhnt. Oh, und ich bin auch schon geduscht und umgezogen. Oh Mann. Ich weiß auch nicht, das war ein harter Tag. Das war echt nicht ohne dieses Bergauf, Bergab heute früh. Aber irgendwie bin ich dran gewöhnt. Geht schon. Schafft mir schon. Gut, das ist hier so ein Altbau mit einer ganz hohen Decke und an der Decke ist so eine Karte. Vermutlich irgendein Krieg soll die darstellen. Das sind die hohen Stockbetten, ne? Das Fensterle. Ah, und ich chill jetzt erstmal eine Runde. Ey, ja, das reicht erstmal. Morgen machen wir mal einen gechillten. Vielleicht noch einen kleinen Spaziergang später, noch irgendwo essen gehen. So, und wir spazieren durch Sarajevo. Eine Woche bin ich jetzt unterwegs und hier in der bosnischen Hauptstadt angekommen. Morgen vor einer Woche bin ich losgefahren. Ich habe jetzt 6 ganze Tage und einen halben hinter mir. Wie spricht der Herr so schön? Am siebten Tag, nee, ich gehe dahin. Am siebten Tag sollst du ruhen. Und das machen wir jetzt. Aber ich kann nicht versprechen, dass ich das Fahrrad komplett stehen lasse. Aber mal gucken. Da ist so eine Kirche. Hier gibt es auch noch so eine Fußgängerzone. Die suche ich jetzt mal auf, weil hier ist echt viel Verkehr. Stinkt auch ziemlich nach Abgasen hier alles. Okay, ja, das ist die Fußgängerzone. Und ich guck mal. Will auch noch was zu Abend essen irgendwo. Schauen wir mal. Ich habe eben diesen Burger mit Pommes gegessen. Für schlanke 10 Mark. 5 Euro. So, und damit verabschiede ich mich jetzt heute mal. War ein schöner Tag. Bin erstaunlich gut durchgekommen. Ich bin stolz auf mich. Okay, gut. Genug Selbstlob. Ja. Mit dieser Abendansicht sage ich mal Servus, Tschüss und bis morgen.